Wenn Franz Klammer oder Much Meier rufen, kommen prominente aktive Sportler und solche, die es einmal waren, gerne zum Charity Cup. Bereits am Freitagabend begann die Veranstaltung am Gilmplatz in Bruneck, wo ein Golfsimulator aufgestellt war, auf dem sich einige der Sportler messen durften. Am Samstag gab es dann auf der herrlichen Golfanlage von Reischach das Turnier, dessen Erlös Much Meier dritteln musste. Ein Teil ging an die Franz Klammer Foundation, der zweite Teil an die Südtiroler Sporthilfe und der dritte an Christian Steiner, der früher als Osteopath vielen Menschen geholfen hatte und auch etliche Golfer als seine Kunden nennt. Seit dem Jahr 2006 ist er von Hals abwärts gelähmt. Es ist für einen guten Zweck, man tut es gern. Ich habe nicht mehr viel Zeit, Golf zu spielen, habe aber leidenschaftlich mit dem begonnen. Und was sich die Zeit bietet, bin ich gerne dabei. Und überhaupt, wenn es dann für einen wohltätigen Zweck ist, umso lieber. Wir haben vom Sport alles gekriegt. Und durch unser Golfturnier, was wir jetzt so machen, und durch viele Veranstaltungen, können wir junge Sportler, die verunglücken, helfen. Und das ist für uns eigentlich fast eine Pflicht. Deshalb freut es mich, dass so viele Sportler da sind und mitmachen. Schade nur, dass ein plötzlicher Sturm der Veranstaltung in Reischach ein jähes und abruptes Ende brachte. Denn die vielen Stars hätten sicherlich noch einiges zu bieten gehabt. Ich finde das einfach ein schönes Spiel. Ich meine, viele Skifahrer haben allem angefangen zu golfen. Man natürlich im Sommer haben relativ viel Zeit. Und du bist halt auf verschiedenen Plätzen, bist mit Kollegen unterwegs. Deswegen, es gibt nichts Schönes. Es ist ein interessantes Spiel, weil... Und wir Skifahrer, denen ist es ein bisschen leichter, weil man natürlich mit der Koordination und mit den Haxen, was wir eben relativ gut stehen, hat man schon ein bisschen einen Vorteil. Aber es ist brutal schwierig und es ist ja immer eine Herausforderung. Und einmal, wenn es schön ist, wenn man es einmal macht, man kann es, dann geht man den nächsten Tag schon wieder mit den Füßen auf den Boden oben. Ausgeklungen ist diese Benefizveranstaltung dann am Abend bei der Dinnerparty mit Abendessen, Preisverteilung und Verlosung.